White Dinner Basel mit IWB, UBS, Globus und Pro Innerstadt Basel. Herzlich willkommen zum White Dinner. Das ist die kleine Version davon. Am 11. September gibt es die grosse. Da gibt es bis zu 10'000 Gäste, die wieder hier jetzt an einem weissen Tisch geladen sind. Wir machen jetzt in dieser Sommerserie die kleinere Version, wo wir immer wieder mal in dieser Stadt anzutreffen sind. Und dann gibt es einen weissen Tisch und es sind Stühle dran. Und die Stühle, die sind noch leer. Und dann sind sie eingeladen, anzusitzen und einfach mit mir zu diskutieren über Gott und die Welt. Und einer, der schon dabei ist, das ist Michael Flume. Er hat schon mal Platz genommen und wird jetzt das Gespräch mit mir nachher eröffnen, aber zuerst wollen wir noch ein paar andere Gäste anholen, oder? Es ist noch ein bisschen einsam an diesem Tisch. Hm? Du kannst in der Zwischenzeit schon mal das Brot schneiden, wenn dann, dass ich noch andere Leute gehe an den Tisch holen. Sehr gerne. So, halt, halt, no, nein, nein, oh. Oh nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Gut, sind wir dabei? Bitte. Dann kann ich Platz nehmen. Gut, was jetzt? Ja, noch. Kommen schon zwei. Was jetzt? Also, das ist der Jorge. Ja. Kommt aus Kuba. Wow. Spricht hervorragend Hochdeutsch. Ja. Das passt ja noch eigentlich ganz gut. Ist Musiker. Ja. Mhm. Mit der Gitarre haben wir ihn angehauen. Oder den Namen muss ich noch mal fragen. Also Nadia. Also Nadia. Oder ja. Nadia oder also Nadia? Nein, einfach Nadia. Einfach Nadia. Sehr gut. Wunderbar. Und Ariane. Marianne. Ja, genau. Somit hätten wir das alles gelernt. Michael haben wir ja schon kurz vorgestellt. Sie geht den Pass abholen. Schweizer Pass? Genau. Wir sind Auslandsschweizer. Aha. Genau. Und dann möchte man natürlich wissen, was ist denn schön an der Schweiz? Schön an der Schweiz? Überhaupt, das ganze, also das ganze Land, die ganze Landschaft, die ist einzigartig. Ja. Wie ist es als Musiker in der Schweiz? Als Gast jetzt da, um zu Ferien zu machen oder um zu studieren? Oder? Nein, nein, ich mache das vor Beruf. Musik. Musik? Ja. Überall. Überall? Also auch hier in der Straße spielst du? Nein. Ja? Auf nicht. Bühnen? Auf Bühne, ja. Was war der größte und tollste Auftritt, den du je gehabt hast? Einmal vor 3000 Personen in Frankreich. Hey. Kolmar. Ja. Hey, hey. Ja. Der große Vorteil an Kubanern, habe ich gehört, ist, man kann immer Party machen mit Kuba. Oder? Ah, ja. Die wissen immer ein Fest, ja, oder? Genau. Ja, ja, oder? Ja, das ist schon die Vorstellung, die wir haben. Ja. Oder? Hast du auch schon mit Kubanern zu tun gehabt? Doch, auch schon. Ja. Auch schon Musik produziert in New York mit der Kubanerin. Ja. Es ist aber so, was mich sehr fasziniert, ist auch, dass Familien immer zusammen sind. Ja. Auch ist gleich, da kommt keine Großmutter ins Altersheim, sondern man ist einfach zusammen, man tut sich zusammen. Ja. Man festet zusammen, man isst, das gibt es hier nicht so viel. Ja. Also die Familie aber ist wichtig. Familie ist sehr wichtig in Kuba. Sehr, sehr important. Ja. Wenn bist du letztes Mal an einem Konzert gewesen? Wir haben jetzt per Zufall viele Musiker am Tisch. Weil sie Sängerin, er Gitarrist, Profimusiker. Der Michael hat auch viel Musik gemacht. Vor allem als DJ bist du unterwegs. Ja, produziert viel Musik. Genau. Ja. Und, genau. Wann hast du letztes Mal das Konzert? Oh, das ist schon lange her. Ah, das ist schon ewig her, ja. Eigentlich müssen wir jetzt für die Marianne müssen wir ein Konzert veranstalten. Ja, das wäre nicht schlecht. Speziell für sie. Das wäre fantastisch. Ja. Und wenn wir auch etwas dazu machen, dann musst du nur sagen, wenn wir irgendwie den Takt sollen angeben oder. Ja, so. Wie mache ich den Takt? Wie ist der Takt? Löffeli wäre besser. Ah, okay, das ist der kubanische Rhythmus. Aber das noch. Okay. No. Da. Also, es gibt übrigens eine dritte Kubanerin im Hintergrund. Ja. Aber man kann sie gerne zuholen, weil sie können den Takt angeben, weil ich es eben nicht schaffe. Aber sie spontan dazuholen. Wie heisst sie? Naji. 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 Kannst du hier gerne ein Applaus sagen? Für Naji, ein Applaus. Ja, genau. Okay. Super, freue mich. Also, jetzt machen wir speziell für Marianne, dieses Konzert.
Simone. Nehmen wir noch einen Platz frei, falls irgendjemand möchte. Möchten Sie spontan ansitzen? Wie lange nehmen Sie noch Platz? Gratis Mittagessen. Wenn Sie Lust und Laune haben, kommen Sie nur mehr. Das ist eben auch ansitzen. Das ist eben auch schweizerisch, ja. Basel. Ist sehr... Oh nein, lieber nicht. Am Anfang. Ja. Am Anfang. Und nachher werden alle ganz offen. Ja. Wie werden eigentlich die Basler im Schwarzwald wahrgenommen? Also momentan ist es halt so vom Einkaufen her, dass momentan alles überströmt wird mit Schweizer vom Einkaufen her. Nerven Sie. Aber man sagt, Schweizer sind einfach sehr diszipliniert. Ja. Sie verhalten sich sehr korrekt in allem. Ja, sie haben eine Ruhe, die vielleicht bei uns nicht mehr so. Ja. Also ich glaube, wir sind hier in einem Paradies. Mhm. Gut, ich habe 22 Jahre im Ausland gewohnt, also gehöre ich auch ein bisschen zu den Auslandschweizern. Und zurückkommen nach 22 Jahren New York, werden wir so viele Sachen schätzen, oder in Basel. Was zum Beispiel? Das glaube ich. Die Leute sind nicht nur diszipliniert, aber sie sind freundlich, machen Reden, sind offen. Ja. Drei Abend schwimmen, ist ja wunderbar. Ja, so. Wart ihr auch schon mal im Rhein schwimmen? Jeden Sommer. Ja? Ja. Noch nicht? Ich übersetze schnell, was er jetzt gerade gesagt hat. Auf Spanisch hat er gesagt, nächstes Mal, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann gehen wir zusammen an den Rhein. Dann mache ich dir das Barbecue. Du kannst in der Zwischenzeit ein bisschen braun werden und dann gehen wir zusammen schwimmen. Also so kriegt man eine Kubanerin um, dass sie in den Rhein kommt. Also das ist noch interessant bei dem Ganzen. Ne? Was ist mit Schnee? Liebe Schnee. Ja. Schnee? Nein. Das meine erste Mal, das war so Schnee. Wann war das erste Mal? Ja, schon 8 Jahre. 8 Jahre? Mhm. Ja, ich wollte einfach so schön. Und dann zu plötzlich habe ich so einfach gemacht. Und das war so geil. Ich hatte so viel Schmerzen. Und dann, nein, das will ich nicht mehr. Wegen der Kälte Schmerzen? Ja, genau. Wir sind schon beim Dessert angelangt und darum bedeutet das, jetzt müssen wir uns langsam verabschieden. Dankeschön vielmals, dass ihr das mitgemacht habt. Das White Dinner ist noch weiterhin hier in der Stadt mit Telebasel. Vielleicht möchten Sie auch mal dabei sein. Folgen Sie uns auf Twitter oder Facebook, dann wissen Sie, wo wir das nächste Mal sind. Hoffentlich mit Ihnen. Und zum Ausklang müssen wir noch mal anstoßen und verabschieden uns von Ihnen. Eine gute Zeit, bis zum nächsten. Super. Zum Wohl. White Dinner. Danke vielmals. White Dinner Basel mit IWB, UBS, Globus und Pro Innerstadt Basel.